zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, wie wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Schmerz, mein Gott, komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. 33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele im Fegefeuer. Die 33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele des Fegefeuers ist ein inständiges Gebet an 33 hintereinander folgenden Tagen, um für jenen verstorbenen Priester des Reinigungsortes zu beten und ihm Gnaden zu erlangen. Man wähle die Seele jenes Priesters, dem Fegefeuer am meisten leidet, damit sie uns von Gott die erwünschte Gnade oder Hilfe erbitte. Zu diesem Zwecke opfert man 33 Mal jeden Tag zum Andenken der 33 Lebensjahre unseres Herrn Jesus Christus das kostbare Blut auf. Jeden Sonntag empfängt man die heilige Kommunion und opfert sie für die Seele des im Fegefeuer büßenden Priesters auf. Man schließt die arme Priesterseele täglich in eine der heiligen Wunden Christi ein, und zwar während der letzten 5 Tage in die heilige Seidenwunde. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deiner rechten Seite. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen. Anliegen kann man jetzt nennen. Gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, was dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen.
Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, wie im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, wie im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele,
Erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen.
Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.